20 Auszubildende insgesamt sind in den Einzelhandelsgeschäften und beim Management des Südring-Centers beschäftigt. Zahlen, mit denen das Fachpublikum von Centermanager Uwe Ross zur Eröffnung der diesjährigen Wirtschaftswoche Tate Fleming begrüßt wurde. Das Südring-Center in Rangsdorf war einer von mehreren Veranstaltungsorten. Hauptsächlich ging es um das Thema Ausbildung und Fachkräftesicherung. Bei der Wirtschaftswoche haben wir uns eigentlich immer auf das konzentriert, was zurzeit im Kreis wirtschaftlicher Schwerpunkt ist. Und im Moment sind das insbesondere die Arbeitskräfte und Fachkräfte, die fast in allen Bereichen fehlen. Insbesondere auch in der Logistikbranche. Das fängt von Handelsfacharbeitern an, hört bei Kraftfahrern auf. Und auch im Bürobereich deuten sich die ersten Mangelerscheinungen an. An 4 Tagen bot die nunmehr 3. Wirtschaftswoche insgesamt 6 Veranstaltungen in Rangsdorf, Trebin, Luckenwalde und Dahme. Schulen und Unternehmen machen fit für die Berufspraxis, so das Motto. Aber es ging in Luckenwalde beispielsweise auch um das Thema Energieversorgung. Organisatorin der Wirtschaftswoche, die in der Form einzigartig in Brandenburg sei, war die Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tate Fleming in Kooperation mit dem IHK Regionalcenter, der Kreishandwerkerschaft, der Handelskammer Potsdam und dem Landkreis. Deswegen finde ich es gut, dass hier ein Podium geboten wird, wo man miteinander reden kann, weil ich denke, das ist auf jeden Fall ein Weg, der einen weiterbringt als dieses Übereinander. Miteinander ins Gespräch kamen die Akteure dann in der Passage des Südring-Centers. Auch die Center-Besucher waren willkommen. An Informationsständen präsentierten sich zum Beispiel die Produktionsschule des Landkreises, die Agentur für Arbeit, die Gemeindeverwaltungen Rangsdorf, Blankenfelde, Marlow und Großbeeren, aber auch Unternehmen wie die regionale Bäckerei und Kaffeekette Exner. Dort werden derzeit 25 künftige Fachkräfte in 4 Berufen ausgebildet. Nicht alle freien Ausbildungsplätze konnten besetzt werden, obwohl jeder Bewerber bei Exner eine Chance bekomme. Je nachdem, was auch die eigenen Ziele sozusagen sind, aber auch jemand mit dem Hauptschulabschluss bekommt bei uns einen Ausbildungsplatz. Wir haben sozusagen erstmal nur das eine wichtige Kriterium. Derjenige muss es wirklich wollen, muss in Probearbeit zeigen, dass er das möchte. Alles andere kann man lernen. Und mit den richtigen Fördermaßnahmen und mit den richtigen Schulungen, glaube ich, kann jeder da seine Spitzenleistungen bringen. Und es ist ja dann der Weg nach oben für jeden offen. Im Hinblick auf nicht besetzte Ausbildungsplätze wird ein Lösungsansatz in der frühzeitigen Vernetzung von Schule und Wirtschaft gesehen, also beim Zusammenführen von potenziellen Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben. Die Oberschule Großbeeren hat dahingehend in diesem Jahr einiges angeschoben. Wir haben im Mai uns zusammengesetzt mit den Leitern der Betriebe aus dem Güterverkehrszentrum in Großbeeren, haben dort überlegt, wo sind Möglichkeiten, Berührungspunkte zu schaffen, Schüler einerseits in die Betriebe zu bringen, andererseits die Betriebe auch in die Schule zu bringen. Und natürlich nutzen wir auch solche Veranstaltungen wie diese hier heute, um tatsächlich die Verbindung zwischen Betrieben und Schulen noch direkter zu machen. Bei solchen Vorhaben gibt es Unterstützung, beispielsweise durch das Netzwerk Fachkräftesicherung. Es ist 2010 aus dem Netzwerk Mittelstand hervorgegangen und bei der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tate Fleming angesiedelt. Wenn jemand einen Beruf erlernt, damit geht er eine Laufbahn ein, die ihn sein ganzes Leben wahrscheinlich begleiten wird. Und wir müssen Regularien her, dass man viele Dinge doch anders gestalten kann. Ich sage nur ein Beispiel mit unserem Netzwerk hier, mit der Berufsorientierungstournee, die wir durchführen. Ich setze mich da früh 6:30 im Bus und fahre Schüler zusammen, damit wir ein Unternehmen fahren können. Ja, besteht nicht die Möglichkeit, dass jemand sagt, wir finanzieren das, wir nehmen einen kleinen Bus und fahren dann durch den Landkreis. Und ich bin der Auffassung, dass mit Sicherheit sich auch der Staat oder das Land, das Bildungsministerium, gemeinsam mit dem Arbeitsministerium, dass sich mehr Gedanken gemacht werden müssten, wie man diese Schule effektiver gestaltet, wie man Möglichkeiten schafft, junge Menschen vor allen Dingen in die Betriebe reinzukriechen oder in Unternehmen oder ihre Interessen zu wecken und darauf hinzuarbeiten. Die Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen Wirtschaftswoche Tate Fleming klang dann mit einem Podiumsgespräch aus. Dabei diskutierten Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Schule und anderen Institutionen noch einmal die Themen und Eindrücke des Tages.